Hallo und schön, dass ihr einschaltet. Im Folgenden geht es um einen Schuppenrock im spätmittelalterlichen Stil. Da habe ich mich versucht, an Abbildungen zu orientieren. Die blende ich jetzt hier im Anschluss einmal kurz ein und dann geht es auch direkt los an den Bau. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn es euch gefällt, lasst mir ein Abo da, einen Daumen hoch und kommentiert. Gerne mit Tipps und Tricks, aber auch mit Fragen zum Projekt. Viel Spaß! So, hier sind die Schuppen einmal, aufgestapelt. Es sind vier verschiedene Größen. Warum das so ist und warum das Sinn macht, das zeigen wir euch gleich. Auch der Rock wurde schon mal vermessen und zugeschnitten. Der soll am Ende oberhalb der Knie enden. Das ist nur so ein günstiger Reststoff, der aber sehr stabil ist, der dann mit Leinen vernäht wird, damit die Schuppen nicht ausreißen. Genau, insgesamt sind es zwei Teile, die vernäht werden. Plus dann nochmal die andere Seite mit Leinen. Sehen im Schnelldurchlauf, wie dieser Rock genäht wurde. Ihr seht auch die Form, ist entsprechend angepasst an den Körper. Und jetzt lege ich trocken alle Schuppen einmal hin. Ich habe verschiedene Größen und fange hier unten, weil der Radius am größten ist, mit den großen Schuppen an. Schaue, dass hier die Löcher bedeckt sind, recht knapp bedeckt, und dass der Abstand zum Boden stimmt. Genau, und das mache ich jetzt mal und dann sehen wir uns gleich wieder. Vielleicht an der Stelle kurz ein Wort zu den Nägeln, die ich benutze. Das sind Dachpappennägel, die ich zum Nieten nutze. Die haben auf der einen Seite quasi so eine natürliche Unterlegscheibe. Man kann hier noch mit Leder arbeiten als Unterlegscheibe, also mit einer großen Lochpfeife. Unzählige Unterlegscheiben ausstanzen und die dann noch nutzen an der Stoffseite. Aber das muss man nicht. Die Größe übrigens, die ich hier benutze, das sind 2,8 mm mal 16 mm Dachpappennägel, verzinkt. Und die eignen sich ganz gut, weil die Schuppen, die ich erhalten habe, sind aus, sind mit 3 mm Bohrungen versehen. Das geht wunderbar. Und man sieht, ich steche die Löcher kurz mit einer Ahle vor. Dann stecke ich von unten den Nagel durch. Lege die Schuppe dann auf den Nagel, der geht durch, knipse den relativ nah an der Platte ab, dass so 1,5 mm übrig sind. Das ergibt sich allein durch die Zange, die bei mir relativ dick ist, beziehungsweise den Seitenschneider, Bolzenschneider, und dann schlage ich es mit der runden Seite des Rundkopfhammers, schlage ich die Niete pilzförmig auf.
Es ist wichtig, dass ihr dafür einen Rundkopfhammer nehmt, sonst klappt es nicht, sonst staucht ihr den Nagel nur und der verbiegt sich. Ja, das ist ganz wichtig. Genau, abknipsen, mit dem Nagel rumschlagen und dann Stück für Stück an der Linie, die ich mir im Vorfeld angezeichnet habe, entlang mit den ersten Platten, dann die kleineren und so weiter. Ja, ich würde sagen, ich mache das jetzt einfach mal. Das heißt einfach, das dauert jetzt einige Stunden und dann sehen wir uns wieder, wenn die Schuppen alle aufgenietet sind. Das ist der Plattenrock einmal ausgebreitet. Jetzt möchte ich gerne ein Band an der Oberkante anführen aus Leder, welches nachher dann quasi zur Befestigung dient, was mit dem Stoff verbunden wird. Das heißt, das ganze Gewicht erstmal trägt an sich und die obere Kante von den Schuppen überdeckt. Jetzt habe ich hier für mich entschieden, ich gehe 20 mm über die obere Kante des Stoffes. Da werden nachher die Verschlaufungen am Rüstungsgurt oder wo auch immer oder einem speziellen Gürtel stattfinden. Und ich habe 30 mm über die Platten. Genau, das heißt, ich schneide einen Streifen auf ganzer Länge mit einer 90 mm Breite. Der Lederstreifen ist zugeschnitten. Es sind schon die oberen Löcher, wie angekündigt, drin, die nachher quasi das Trägersystem mit dem Rock verbinden. Die Furchen sind schon gezogen, wo die Nähte, die Löcher für die Stoffnähte reinkommen. Ja, und so eine kleine Zier noch an der Unterkante. Im nächsten Schritt werden die Löcher zum Annähen hergestellt. Und dann schauen wir weiter. So ein bisschen Farbe. Auch das Ganze, die ganzen kleinen Zwischenschritte spule ich einmal vor. Wir sehen uns gleich, wenn das Leder fertig ist. So, also der Gürtel, der Trägergürtel für den Schuppenrock ist bemalt bzw. gefärbt in Rot. Dann wurden die Löcher zum Annähen eingebracht, in der Mitte noch jeweils zwei Löcher für Ziernieten. Genau, das Ganze ist jetzt mit einem Lederschutz versehen worden und wird dann gleich angebracht. Um das Vernähen gleich zu vereinfachen, habe ich hier oben einen Kleber aufgetragen. Das gleiche auch auf der Innenseite von dem Lederband, damit der Stoff einigermaßen fixiert ist und ich den dann mit der Hand festnähen kann. Ich denke, wir sehen uns dann, wenn beides verklebt ist und vernäht, zum nächsten Schritt. So, der Rock ist fertig. Ich habe hier oben eine große Schnalle angenäht, Ziernieten aufgebracht und an der anderen Seite natürlich passend einen Riemen. Genau, wie das Ganze dann in der Funktion aussieht, zeige ich euch. Der Schuppenrock lässt sich auf verschiedenen Ebenen tragen. Jetzt hier unterm Bauch, das ist bei mir tatsächlich ein bisschen einfacher und somit aber auch ganz einfach unter der Rüstung. Ne, das ist super beweglich, er macht natürlich sau viel Kraft, aber kann sich ohne weiteres alle Bewegungen ausführen. Bei mir rutscht er hier ein bisschen, darum habe ich hier oben noch die Löcher drin, um den noch festzunesteln nach Bedarf. Dann kann ich den auch auf Bauchhöhe tragen. Dann ist er natürlich deutlich kürzer, aber der Hintern ist bedeckt. Genau. Und dann wird es hier an der Stelle nochmal deutlich bequemer. Ich kann ihn natürlich auch drehen, wie ich das eben möchte und brauche. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.